Hallo und herzlich willkommen in meinem Hangar. Heute möchte ich euch einmal die Aegis Retaliator vorstellen. Das ist der Langstreckenbomber, der übrigens extrem geil aussieht. Ihr seht ihn gerade von hinten. Er steht auch direkt im ersten Bay und spawnt quasi direkt dahinter. Den gibt es gerade, ich weiß nicht, ob es den auch noch längere Zeit gibt, in der Base-Variante ohne Module für ein relativ... Also, für Star Citizen ein relativ günstiger Preis. Ich glaube 140 Euro. Ist dafür nur die Hülle. Hat keine Bombenbase oder sowas in. Allerdings, selbst wenn man ihn in der Base-Variante kauft, hat er innen schon Bomben, aber das ist so Optik. Ich glaube, das Base-Modul gibt es noch gar nicht. Auf jeden Fall schauen wir uns den mal an, von hinten erstmal. Also er hat ziemlich viele geile Flügel. Die Farben sind auch ziemlich geil, rot-schwarz. Was da oben so glänzt, weiß ich gar nicht. Hier sind die beiden Haupttriebwerke. Riesige Engines. Das sieht aus wie ein Triebwerk für in der Luft. So eine Turbine. Nummer 42. Hier, das Ding hat 5 Turrets, 3 oben, 2 unten, was ziemlich viel ist. Allerdings müssen die Turrets alle besetzt werden. Ups. Was das Besondere an den Turrets ist, man setzt sich quasi so rein und wird dann einmal zack hintenrum herumgedreht, steht dann auf dem Kopf und wird dann auf dem Kopf hier runtergefahren, sodass man auch gescheit darin arbeiten kann. Die Turret-Eingänge sehen wir dann auch noch von innen. So, es hat normale Landefüße hier. Übrigens, schaut euch mal die Details an. Das sind nur die keine Ahnung, wie man die Dinger nennt. Lande, Schienen, Landefüße. Und so viele Details. Hydraulik, Kabel, sogar Typenschilder. Alles dran. Die Retaliator wird übrigens auch das erste Multicruise-Schiff sein. Nicht die Constellation, wie immer gesagt wurde, was ziemlich schade ist. Hier sind die Wasserstoffeinlässe, nehme ich immer ganz stark an, damit das Schiff unterwegs auftanken kann. Das hier ist einer der Fahrstühle. Hier ist eine Art Leiter. Ich habe keine Ahnung, wie man da reinkommt. Wahrscheinlich Notausgang. Hier ist noch ein Fahrstuhl. Gehen wir gleich rein. Das hier ist der vordere Torpedo-Bay. Oh, wo ist der hintere? Das müsste der hier sein. Ich nehme ganz stark an, da gehen im Spiel die Klappen auf und der Torpedo wird abgefeuert. Die Dinger sind übrigens auch verdammt lang. Das sind halt Torpedos, ne? Hier halt der vordere. Vorderen Füße, Schienen, Landebeine, wie auch immer. Hier sind noch ein paar Triebwerke. Davon hat die ein paar, die man alle drehen und wenden kann. Oben auch, glaube ich. Das ist ziemlich cool. Hier vorne noch ein Turret. Und hier ist die Spitze. Die sieht aus wie ein B-52-Bomber. So, ich würde sagen, gucken wir uns das Teil erstmal von oben an. Fahren wir mal im Fahrstuhl hoch. Sieht dieses Schiff unglaublich gut aus. Ah, hier kann man sogar nur schon durch den Glasboden sehen. Wir gucken es lieber richtig an. Da seht ihr die Retaliator. Also es ist wirklich... Ich mag die Constellation wirklich sehr. Aber die Retaliator... sie schlägt sie fast in Sachen Schönheit. Ist natürlich nicht so nützlich wie eine... in der Constellation, weil es ja ein Langstreckenbomber ist. Selbst wenn man die Bombenbase ausbauen kann und kann sich Wohnmodule oder Cargomodule einbauen, es hat immer noch enge Gänge und ist halt ein Militärschiff. Ah, diese ganzen Modelle hier. Und als Militärschiff ist er halt nützlich gebaut und nicht bequem. Oben seht ihr noch die drei Geschütze, hinten zwei. Na, ich hänge. Und vorne eins. Wundert euch nicht, dass ein paar Kanonen fehlen. Ich habe da mal gestern ein paar abgebaut, weil ich die anderen Schiffe anbauen wollte. Aber eigentlich sind überall zwei Repeater dran. Ja. Dann würde ich sagen, einmal wieder runter. Und ich versuche mal drauf zu springen. Es geht immer gut von dem Blumentopf hier aus. Na. Na und... Jawohl.
Einmal auf der Retailator. Ihr seht, hat das Ding auch oben unglaublich viele Details. Ich kann es immer nur wieder sagen, wie schön noch die Schiffe in Star Citizen aussehen. Hier kann man reingucken. Das ist, wenn ich mir... Doch, das ist hier die, Crew-Kabinen. Das sind diese kleinen Särge, die auch in der Constellation sind, wo man halt als Crew drin schläft. Da gehen wir nachher auch noch rein. Hier ist eine Geschütztürme, wo auch schon eine Kanone fehlt. Die habe ich abgebaut. Eigentlich sind da zwei dran. Na, oh nein. Die Geschützung muss ich euch von außen zeigen, weil man da nicht rein kann im Moment. Das ist eins der oberen, da kommt man einfach so hoch. Ist noch gar kein Sitz da? Den gibt es wahrscheinlich noch gar nicht. Naja. Also hier vorne ist, was ist das hier? Wow. Hier vorne ist das Cockpit. Ist halt ein einziger Mann sitzt vorne. Das ist auch ziemlich doof, ist keine Brücke, das ist halt ein Cockpit. Die Constellation hat ja eher eine kleine Brücke. Das hier ist einer der Docking Rings. Hier sind auch wieder Details, Rohre und Kabel. Wunderschön sieht das aus. Keine Ahnung, was das hier ist. Boah, diese Kamera, wenn man da unten oder nach oben guckt, ist furchtbar. In dem Headbob. So. Na, spring. Das ist einer der Geschütztürme, wo auch wieder eine Kanone fehlt. Entschuldigung. Flügel, auch wunderschön. Aber mir gefällt das Schiff wirklich sehr gut. Na komm, hüpf hoch. Ja, gehen wir nochmal weiter nach hinten. Bis ans Ende. Das ähnelt der Constellation sehr, das Ende hier. Ah, hier kann man die schönen Flügel sehen. Ansonsten nicht mehr viel. Ja, dann würde ich doch mal sagen, genug von außen gezeigt. Na komm rüber, jetzt geht's rein. Wo bin ich hier gelandet? Egal, jetzt holen wir einen Fahrstuhl. Na komm, ja, Fahrstuhl. Da kommt er. Einmal rein in die Retailator. Ja, ich weiß nicht, wie man diesen Bereich nennt. Das ist halt der Eingangsbereich. Ich würde sagen, wir gehen erst nach hinten. Hier ist so eine Art, das ist, in der Multicrew-Demo hat man gesehen, dass die hier irgendetwas hier aktiviert haben. Hier war ein Monitor hinter und ganz viele Knöpfe. Entweder haben sie die Waffen oder den Antrieb damit aktiviert. Ich tippe ja auf die Waffen, weil hier hinter ist der hintere Bomb Bay. Ach, komm mal, kann ich da sogar rein? Ja, sind noch viele Grafikfehler, wie man sieht. Aber es sind noch keine Bomben drin. Aber theoretisch sind ja Torpedos drin. Ach, ich sag mal Bomb Bay, ist natürlich Torpedo Bay. Ihr seht es in die Gänge auch extrem detailliert. Überall Rohre. Es ist halt ein Militärschiff, man sieht es total. Die Constellation ist ein ziviles Schiff. Das auf Komfort ausgelegt und Platz. Und hier ist alles eng. Naja, hässlich halt. Es ist halt nicht verkleidet. Alles ist offen. Hier geht man ins wunderschöne Badezimmer. Nee, gar nicht. Das war gar nicht das Badezimmer. Ach, hier ist einer der Turrets. Sonst ist hier, glaube ich, nix. Wahrscheinlich alles später noch in Funktion. Bin ich jetzt gelandet? Ich habe keine Ahnung, wo es hier hingeht. Wahrscheinlich einer der unteren Turrets. Was sind da diese weißen Dinger? Die kann man halt alle noch nicht aktivieren. Hier zoomen die Neonröhren. Hört ihr das? Das Jahr 2945 und die Neonröhren summen. Ja, diese Tür ist auch eher eine Falle. Ich weiß nicht, warum hier eine Tür ist. Wenn man hier rausgeht, seht ihr, man landet in der Schiffsstruktur und man kann durchfallen. Also, oh scheiße, da kommen wir rein. Ah, ich glaube, diese Tür ist hier nicht wirklich da. Hier sieht man noch Torpedo Bay. Hier, Jahr 2945 und das Glas hat Kratzer. Mhm, sogar heute gibt es kratzfreies Glas, hat jeder auf seinem Smartphone. Und hier, naja, weiter geht's. Das war dieser Raum wieder mit den Grafikbugs. So, dann gehen wir nochmal in den Vorderen. Alles war der Heck jetzt des Schiffs. Kann man natürlich austauschen. Hier anstatt eines Torpedo Base kann ich hier einen, zum Beispiel eine Sofa-Ecke reinmachen mit Fernseher oder ein Cargo-Modul. Oder hinten geht auch so ein Drop-Modul, wo man 12 Marines reinpacken kann, die dann abgeworfen werden. Ja, jetzt geht's nach vorne. Es gibt drei Türen.
Mittlere Tür führt zu Torpedo Bay. Da kann ich noch nicht rein, weil man durch den Boden fällt. Habe ich schon ausprobiert. Hier seht ihr 1, 2, 3, 4 riesige Torpedos. Wie ich bereits sagte, die Dinger sind gigantisch. Und wie man im Multicrew-Video sieht, macht es auch ordentlich Bums. Vorne 4, hinten 3, insgesamt 7 Torpedos an dem Militär-Retailator. Wer die Module jetzt aber kauft für Geld, der bezahlt sich dumm und dämlich. Das vordere Modul alleine kostet über 70 Euro. Das kann man dann lieber in-game erspielen. Wird dann nicht so teuer sein. Ja, Torpedos gucken wir uns gleich mal von der Seite an. Was das für Luken sind, weiß ich auch nicht hier. Die haben, glaube ich, keine Bewandtnis. Die haben bestimmt irgendeine Bewandtnis, aber... Ich weiß nicht, ob man damit die Rohre lädt, aber eigentlich wird das hier unten abgelassen. Ich habe keine Ahnung. So, gehen wir hier lang. Ah, hier ist das Badezimmer. Ihr seht, alles schön spartanisch gehalten. Ein Edelstahlklo mit Klobrille, ein Edelstahlwaschbecken, Erste-Hilfe-Kasten, alles wieder eng. Und hier eine wunderschöne kleine Duschkabine mit No Drinking Water. Ich will gar nicht wissen, womit hier geduscht wird. Und das war das Badezimmer. Kein Vergleich zum Badezimmer der Constellation. Aber wie gesagt, Militärschiff gegen ziviles Schiff. Hier kriegt man schon ein bisschen Platzangst. Hier darf man echt keine Angst vor engen Gängen haben in diesem Spiel. In diesem Schiff natürlich. Hier sind die Fahrstühle. So, gehen wir mal links entlang. Hier sehen wir die Torpedos, also eins zumindest. Danger. Ist klar. Ich frage mich, warum ist diese... beim Heck diesen Ring da drum hat, wie ein echtes Torpedo im Wasser. Als ob sie auf irgendeine Strömung achten müsste. Lift hier. Okay, Warning Schild. Read and follow the instructions for the safe transport methods. Ja. Ein paar Löcher. Clear Sky heißt das Torpedo. Der Torpedo. Von A und R. Lift hier. Ja. Torpedos halt, ne? Böse, böse Dinger. Hier sind auch wieder Typenschilder an der Wand. Man kommt leider nicht lang genug dran. Safety Approval, okay. Das Schiff ist sicher. So, hier gehen wir gleich hoch zum Crewquartieren, aber erst einmal kommt der vordere Teil des Schiffs. Oben, ne. Hier oben. Wo war denn jetzt der Turret? War der nicht irgendwo hier? Ist hier Turret und Crewquartier? Das kann natürlich auch sein. Das gucken wir uns gleich an. So, jetzt gehen wir erstmal hier vorne hin. Das ist das Cockpit. Ein einziger Mann steuert das. Ich setze mich einfach mal hin. Man setzt sich schön hinter den Sitz, aber gleich sind wir vorne. Da. So, Aegis Dynamics. Ich hoffe, ich habe am Anfang nicht Anvil Aerospace gesagt. Joa, es ist halt auch ein schönes, detailliertes Cockpit. Aber auch wieder, wie man sieht, absolut militärisch. Übersicht ist eigentlich okay. Man kann halt nur oben, vorne, rechts, links gucken. Nach unten hin hat man gar nichts. Aber ich denke, bei so einem Multicrew-Schiff, was man auch gar nicht alleine fliegen kann, ist das auch nicht so wichtig. Ja, gehen wir wieder. Na, jetzt geht's weiter. So, was das jetzt hier für riesige Metalldinger sind, weiß ich auch nicht. Ah, hier unten ist Turret, ist klar, aber... Vielleicht sind das die, Hubsysteme, um den Stuhl unten rauszuholen. Werden wir irgendwann sehen. Wo geht's denn hier lang? Ach, hier sind doch, Kabinen? Oder Gefängniszelle? Ich weiß nicht. Mit einem einzigen Bett. Und das ist kein Sargbett. Das ist vielleicht das Bett vom Captain. Oder vom Steuer... vom Piloten. Hat einen eigenen Schrank, einen eigenen Fernseher. Eigene Heizungsrohre. Ich habe keine Ahnung, was das für Rohre sind. Und eigene Verbandskasten. Also eine Zelle ist es dann doch nicht. So, dann gehen wir doch jetzt mal nach oben. Oben ist ein bisschen tricky. Ich muss nämlich gleich, nachdem wir oben angekommen ist, springen. Ansonsten falle ich durch den Boden. Ich hoffe, das funktioniert. Und letztes Mal habe ich ein paar Versuche gebraucht. Ja. Das war's. Probieren wir es halt nochmal. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich die Retailator Base habe, ohne Module. Wir haben hier eine Retailator mit Torpedomodulen reingestellt, oder? Und das Spiel weiß das wahrscheinlich. Und denkt, aha, der Raum ist eigentlich leer. Deswegen fällt er jetzt durch. An
Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Zweiter Versuch. Letters, Letters, Letters und. Scheiße. Ein Versuch machen wir noch. Oder besser, ich cutte das Video einfach und zeige euch, sobald ich es geschafft habe. Ja, ich habe es endlich geschafft. Hat jetzt, glaube ich, 8 Versuche gebraucht und man darf diesen Bereich hier wohl nicht betreten. Der ist durchlässig und direkt über mir ist aber der obere Turret. Ich versuche nachher mal zu zeigen, bevor ich runterfalle. Ah. So viel dazu. Ich bin jetzt aber gerade im Torpedo Bay gelandet. Schaut euch das mal an. Das kann man sich dem mal richtig angucken. Das sind irgendwelche Haltearme, die den Torpedo wahrscheinlich dann nach unten führen. Durch die Luke, wo er dann abgeschossen wird. Und das war's. So, gleich geht's weiter. So, ich habe es wieder geschafft. Bin wieder oben angekommen. Und jetzt geht's endlich weiter. So, hier direkt vor den Schlafquartieren ist so eine Art, ich glaube, es sind Waffenhalterungen für je 3 Gewehre. Oder es sind Sitze. Ich bin mir da nicht sicher, aber das hier oben sieht aus, als ob da... Was ist denn News? Oh. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kann sein, dass da wirklich Waffen reinkommen. Sieht ganz danach aus. Ja, und unten steckt man wahrscheinlich seinen Stiefel drauf, um sie zuzuschnüren. So, dann gehen wir nochmal hier rein. Das ist das Crew, in Anführungszeichen, Quartier. Wo man sogar seinen Kopf stoßen kann. Hier sind diese kleinen Särge, die man auch aus der Constellation kennt schon. Die auch gleichzeitig als Rettungskapsel fungieren. Wie viel gibt es denn jetzt insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind das hier oben überhaupt welche? Ah, geht das auf? Also das Use ist wirklich nur schlimm in diesem Spiel. Ich hoffe, die machen das noch besser. Auf jeden Fall hat das Ding 6 Sargbetten. Plus das eine unten vom Kapitän. Wie kriege ich denn? Also. Macht insgesamt 7 Betten. Kann ich da rein? Nein. Irgendwie. Schade. Also ganz ehrlich, da würde ich tierische Platzangst kriegen. Da kann man nicht mal seinen Kopf anheben. Zumindest hat man Sauerstoffflaschen, falls es dann als Danger. Falls es als Rettungskapsel benutzt wird. Jo, das sind die Crew-Module. Das Crew-Modul, also das Schlafmodul. Furchtbar. Da lobe ich mir doch die Constellation. So, jetzt probiere ich nochmal hier durchzukommen und gucke gleichzeitig nach oben. Ah, okay, man hat es nur ganz kurz gesehen. Und jetzt sind wir mitten im Torpedo Bay. Wunderbar. Nur nicht bewegen. Wo sind wir hier? Ach, wir sind am anderen Ende. Vielleicht kann man hier sogar gehen. Auf jeden Fall, jetzt seht ihr die Torpedos mal aus nächster Nähe. Riesige Bomben. Und ich wette, der Boden ist durchlässig. Jawohl. Na gut. Mit diesem wunderschönen Bild bedanke ich mich. Falls ihr noch mehr von der Retaliator sehen würdet, irgendwelche besonderen Aufnahmen, irgendwelche besonderen Funktionen oder Räume, natürlich nur Räume, die hier auch standardmäßig drin sind, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde das filmen und werde es euch zeigen. Und sobald die Multicrew-Demo draußen ist, voraussichtlich noch dieses Jahr, werde ich natürlich mit ihr fliegen. Zusammen mit Skanon und ein paar anderen. Und dann gibt es richtig Action. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.